Servus liebe Freunde der Photovoltaik, ja holla die Waldfee, es geht rund am Markt mit den Mikrowechselrichtern. Das sind diese Dinger, wo man 1, 2 oder 4 Paneele, manchmal sogar 6 anschließen kann. Ja, legal Österreich 800 Watt, Deutschland 600 Watt, aber naja gut, da gibt es ja auch noch eine gewisse Grauzone, so Guerilla-PV ist so ein Fachausdruck unter Anführungszeichen. Nein, es gibt auch Möglichkeiten, trotzdem innerhalb der Grenzen zu bleiben. Ganz, ganz interessante Dinge. Das erzähle ich euch alles hier auf diesem Kanal. Gleich mal vorweg, wenn euch sowas interessiert, dann vergesst nicht zu abonnieren. Aber worum geht's heute? Heute geht's um diesen Mikrowechselrichter. Wie bin ich zu diesem Ding gekommen? Ganz einfach, ich gehe auf Amazon. Ja, klar, da kaufen ja viele ein. Ist ein Händler, ne? Nicht ganz unbekannt. Und dann gibt man Mikrowechselrichter ein und dann kommen da ein paar so Marken, einige kannte ich, die kannte ich nicht. Und ich dachte mir, weil so billig ist das Ding nämlich gar nicht, na was kann denn das überhaupt? Ist das hot? Ist das Schrott? Kann man sich das auf dem Balkon montieren? Ist das ungefährlich oder raucht es vielleicht am Balkon ab? Eventuell vielleicht sogar in der Gartenhütte, weil manche montieren sich das in die Gartenhütte und verlängern die Kabel rauf zu den PV-Paneelen. Solltet ihr das riskieren oder solltet ihr lieber die Finger davon lassen und ist das überhaupt legal, dieses Ding zu betreiben? In Österreich beispielsweise. Ja, das beantworte ich euch in diesem Video. Wie gesagt, wenn euch solche Sachen interessieren, vergesst nicht zu abonnieren. Immer fleißig unten mitkommentieren und das Video liken. Aber schaut es euch vielleicht zuerst mal an. Nein, ihr könnt gleich liken, kein Problem. Mein Name ist Georg Giglinger, gelandet seid ihr hier am Kanal Enercap. Und jetzt lassen wir mal kurz das Intro durchlaufen und dann geht's los. Herzlich willkommen nochmal hier am Kanal Enercap. Heute schauen wir uns dieses Gerät hier genauer an und ich verspreche euch, es gibt ein paar Überraschungen. Was mache ich jetzt? Im Grunde zeige ich euch mal das Gerät mit den Anschlüssen, die Bedienungsanleitung, wo ich es gekauft habe, was es kostet und dann testen wir das Ding durch. Ich habe hier ein Labornetzteil, das kann ein bisschen was, das geht bis 20 Ampere rauf und hier seht ihr auch die aktuelle Leistung, die das Gerät dann abgibt. Zuerst mal, ja, verpackt war es ja ganz ordentlich, das sah so aus, so, hier ist so ein Karton, ordentlich mit Schaumstoffeinlage, da kann man überhaupt nicht meckern, da waren sogar noch ein paar Schrauben dabei, da kann man das Ding dann auch irgendwohin festschrauben, über hier, über diese Langlöcher, ja. Insgesamt macht das Gehäuse, naja, so einen halbwegs soliden Eindruck, es könnte ein bisschen dicker sein, ist jetzt nicht richtig ein Gussgehäuse, klingt auch nicht ganz so toll. Ihr seht schon, das klingt irgendwie, naja, ich will nicht sagen, dass es nicht gut ist, aber das könnte besser sein. Was gibt es dann? Hier gibt es eine so eine Status-LED, dann hat man hier noch eine LED, hier ist die für WLAN, denn in diesem Gerät ist WLAN integriert. Das macht nicht jeder Hersteller, Heumals zum Beispiel da oben, ja, schauen wir uns dann später an. Die machen das nicht, die funken auf einer 2,4 GHz proprietären Funkschnittstelle wahrscheinlich, oder sie sagen das zumindest wegen der Haltbarkeit, denn diese Geräte können heiß werden, die können bis zu 65 Grad so circa bekommen, weil sie ja Abwärme produzieren, in dem Fall 6% macht der Abwärme bei 800 Watt, 6x8 ist 48, knapp 50 Watt oder sagen wir 50 Watt Abwärme muss man rechnen, da wird das richtig heiß. Und Heumals sagt zum Beispiel, nein, sie bauen das extra mit eigener Hardware, ja, das funkt dann zur sogenannten DTU. Da findet ihr ja Videos en masse hier am Kanal, wie das genau funktioniert. Und ja, Heumals sagt es besser, das hier kann relativ früh sterben. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, ja. Allerdings, was findet ihr noch? Ihr habt hier keine Kabel dran, wie bei Heumals, sondern ihr habt hier AC-seitig hier einen Anschluss. Und hier einen weiterführenden, ihr könnt ja das theoretisch so in Daisy Chain in eine Kette stecken. Wie viele, das ist eine eigene Geschichte. Ich sage mal, bleiben wir mal bei einem Gerät. Das schaut ganz ordentlich aus, da der Steckanschluss, da sind sogar vergoldete Pins drinnen. Ja, okay, ist nichts Besonderes. Dann zwei MC4-Anschlüsse für jeweils ein Modul, links und rechts. Hat auch zwei Tracker, soweit ich weiß. Spielt aber gar keine so große Rolle, wenn man gleiche Module anschließt, muss das nicht zwingend mit zwei Trackern gelöst sein, denn da geben wir dann mal, übrigens gleich mal ein kleiner Spoiler. Am Ende des Videos
komme ich mit was wirklich sehr Interessantem für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr als 800 Watt haben wollen oder mehr rauskriegen wollen, aber dennoch irgendwo auf dieser 800 Watt Legalitätsgrenze oder in Deutschland 600 Watt, ja, in Österreich halt 800 Watt bleiben wollen. Da habe ich ein echtes Angebot für euch und einen riesen interessanten Vergleichstest, den wir starten werden, den ihr euch dann auch live anschauen könnt. Wie gesagt, das bringe ich ganz am Ende, weil das ist eine eigene Geschichte. Hat jetzt mit dem hier direkt nichts zu tun. Schauen wir uns mal an, wo habe ich den gekauft? Gekauft habe ich den auf Amazon, ja, und zwar der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, der Markt wird ja gerade geflutet mit Hardware, die aus China kommt, irgendwelche komischen Hersteller mit seltsamen Namen hier, Bree Rains, hier oben steht der Name, ja, ist ein bisschen komischer Name, und Solar Grid Microinverter GTB 800, ja, okay, sind alle nicht so kreativ beim Namen erfinden, sei es drum. Gekauft habe ich ihn, wie gesagt, um 282 Euro, ist gar nicht so wenig, um ehrlich zu sein, ja, verkauft wieder direkt vom Hersteller, hier sieht man das, hier der Hersteller, und die Seite, die Produktseite, die ist voll okay, da wird auch ein bisschen was erklärt, und auch diese LEDs, wie die funktionieren, beziehungsweise, ja, da gibt es nicht so meckern, da ist ein Anschlusskabel dabei für die Schokosteckdose, das ist halt nicht besonders lang, wird für die meisten zu kurz sein. Dann ist halt die Frage, ja, da ist dieser Stecker, den kann ich nicht öffnen, das heißt, ich kann das nicht einfach so verlängern, da hier der Schokostecker steckt hier schon drin, will ich jetzt nicht rausziehen, sonst fällt mir alles um. Man könnte jetzt theoretisch das Kabel abschneiden und das dann verlängern, ja, das Kabel ist nämlich nur so lang, ja, das war's. Mehr ist es nicht. Das wird in eigentlich fast allen Fällen zu kurz sein. Aber gut, okay. Jo, soll so sein. Um das geht es hier jetzt mal nicht primär. Ja, dieser Stecker, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man den kaufen kann, was das genau für ein Stecker ist. Könnte man sich schlau machen, ist vielleicht irgendwo zu finden. Schauen wir uns mal diese sogenannte Bedienungsanleitung an, und da wird es jetzt richtig abenteuerlich, da wird es fast schon ein bisschen lustig. Und zwar, es gibt hier so ein kleines Flugzettelchen, das ist dabei, mit ein paar Sicherheitshinweisen, und dann gibt es eine Bedienungsanleitung. Und die Bedienungsanleitung ist ein richtiger Scherz, da wird es dann ganz lustig, die lesen wir dann gemeinsam durch. Okay, was steht hier? Besondere Warnhinweise, das ist sogar ganz ordentlich. Das ist auch von einem Native Speaker, also von jemandem, der Deutsch als Muttersprache hat oder sehr gut Deutsch kann. Das kann man wirklich gut lesen. Und da stehen so Dinge wie, man muss alle Hinweise beachten und bla bla und die Kabel nicht durchschneiden. Und der Punkt, das ist ein Problem, finde ich. Da steht nämlich, das lese ich euch vor, bitte stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung VOC und die Betriebsspannung VMP des PV-Moduls mit der Eingangsspannung und dem Betriebsspannungsbereich des Geräts übereinstimmen. So, jetzt hier natürlich etwas heikel, weil wer von euch kennt sich da jetzt aus, was das genau ist? Der Verkäufer des Geräts wird euch wahrscheinlich keine Antworten geben können, und ja, dafür gibt es dann so Kanäle wie unseren. Wir können unsere Hardware erklären, wir können euch da auch viel, viel mehr Informationen geben, wenn ihr mit Spezialfragen kommt, sonst kommen sehr viele Spezialfragen. Und die können wir beantworten, weil wir erstens unsere Geräte kennen und weil wir uns auskennen mit dem Ganzen. Und das ist eigentlich, ja, das ist zu dünn. Also das kann niemand verstehen. Da steht auch sonst noch einiges, zum Beispiel, und das ist richtig witzig, da steht, darf nicht unter Wasser installiert werden. Ja, ist eine gute Idee, das Gerät nicht unter Wasser zu installieren, würde ich jetzt auch nicht machen. Und wenn euer Balkon mal unter Wasser steht, ja, dann habt ihr echt schon ein anderes Problem, als dass euch der Mikroinverter absauft. Ganz witzig. Dann, was haben wir noch? Ja, man soll den nicht öffnen und bla bla. Gut, ist ganz okay. Das kann man lassen, das geht. Jetzt kommen wir gleich weiter zu einem Punkt. Darf ich denn dieses Gerät überhaupt betreiben? Weil das ist zwar ein 800 Watt Wechselrichter und sagt mir, ja, 800 Watt, das ist ja zulässig, alles gut. Aber wir wissen ja nicht, ob dieses Gerät überhaupt zugelassen ist, zum Beispiel eben in Österreich. Und ich schaue jetzt speziell nach, das zeige ich euch, wo ihr da nachschauen könnt. Da tippt ihr einfach in die Suchmaschine eurer Wahl, Wechselrichterliste Österreich, dann kriegt ihr hier dieses Suchergebnis. Und wenn man da runter scrollt, dann gibt es da eine Excel-Tabelle. So, wo ist sie denn? Hier, Wechselrichterliste. Und die mache ich jetzt mal auf. So, da ist sie nicht. Nein, müssen wir, ja, Entschuldigung, da kann ich sie öffnen.
Einer der letzten. So, die machen wir auf. Und da ist sie schon. So, die können wir schließen. Nein. Tja, da hatte ich vorhin ein kleines Problem. Und jetzt habt ihr hier alle möglichen Geräte, die zugelassen sind, in Österreich beispielsweise. Und suchen wir mal nach dem Brie irgendwas. So, Brie, nix, gibt's nix. Solar Grid. Solar Grid, nein, ohne Abstand, nein, okay, gibt's nicht. Wir schauen uns das mal an, wie das mit Heumels aussieht. Das sieht dann so aus, da seht ihr auch eine ganze Menge, die zugelassen sind, ein paar wenige, die nicht zugelassen sind und ein paar, die befristet zugelassen sind. Hier gibt es sogar schon das ÖWR25-Dokument, hier oben sieht man die Spalte ÖWR25. Was ist das? Warum zeige ich euch das gerade? Das ist ein Dreiphasiker für 6 Module mit 2250 Watt Peakleistung. Der kommt noch und das werde ich euch dann auch zeigen, werden wir verkaufen. Wird ganz spannend, ist derzeit in Österreich sogar zugelassen, wurde verlängert. Ich nehme an, das wird auch irgendwann relativ bald unbefristet sein, sagt Heumels jedenfalls. Also hier könnt ihr nachschauen, welcher Wechselrichter in Österreich zulässig ist. Achtung, aufpassen, nur dann, wenn das österreichische Netzprofil eingestellt ist, also AT-Tor-Netzprofil, streng genommen. Ja, haltet sich nicht jeder dran, aber gut. Wie gesagt, am Schluss kommt eine ganz interessante Geschichte, speziell wenn ihr mehr betreiben wollt als die, also mehr Wechselrichterleistung, zwar nicht als 800 Watt, aber mehr Paneele, sodass ihr, und das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, wir haben derzeit auch ein ganz interessantes Angebot. Das zeige ich euch mal schnell. So, gehen wir da mal rein. Und zwar, was haben wir da? Gebt bei uns im Shop einfach mal Balkon ein. So, was kriegt ihr dann? Dann kriegt ihr unsere ganzen Balkonmodule. Das ist eine ganze Reihe, sind gar nicht so wenige. Und wenn ihr auf das erste klickt, das ist eine Kombination nur unter Anführungszeichen mit einem HM600 und zwei Jollywood-Modulen mit 380 Watt Peak. Ja, darf man das überhaupt? Das ist ja mehr, 380 mal 2 ist deutlich mehr als 600. Ja, das ist auch sinnvoll, denn ihr bekommt ja selten diese Peak-Leistung aus einem PV-Modul raus. Warum? Weil das wird unter genormten Testbedingungen getestet, 1000 Watt pro Quadratmeter Bestrahlung, 25 Grad Modultemperatur. Das kommt einfach in der Natur sehr selten vor. Da muss das optimal ausgerichtet sein, dann muss auch die Sonne schon ein bisschen höher stehen, also so, sage ich mal, April, Mai in etwa. Sonst habt ihr zu viele atmosphärische Verluste, damit überhaupt mal 1000 Watt pro Quadratmeter zustande kommen. Und dann muss das wirklich optimal im rechten Winkel zur Sonne. Und das ist ja, selbst wenn es so ausgerichtet ist, nicht den ganzen Tag dann der Fall. Also es tritt einfach selten auf, dass ihr die Peakleistung aus einem Modul rauskriegt. Aber wenn dieses Modul größer ist, dann bekommt ihr bei ungünstigen Lichtverhältnissen und auch bei Diffuslichtverhältnissen, wie zum Beispiel bewölkter Himmel, mehr raus. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Natürlich kann ein 800 Watt Wechselrichter mit zwei Modulen, zwei ganz großen Modulen, wir verkaufen ja auch derzeit Bündel mit 485er Modulen, klar sind das fast 1 Kilowatt Peak PV Modulleistung und ihr werdet vielleicht auch manchmal die 800 Watt sehen, aber die meiste Zeit wird das eben nicht der Fall sein und dann reicht euch auch der 600 Watt Wechselrichter, weil ihr braucht ja vor allem eure Grundlast und das sind vielleicht so 100, 150, 200 Watt. Und das kriegt ihr auch mit dem 600 Watt Wechselrichter super hin. Ja, auch das ist ja überhaupt kein Problem, das zu erzeugen, weil so auf 10-20% ist man schnell oben von der Peakleistung. Und dann deckt das den Kühlschrank und alle diese Dinge, die so ganze Zeit laufen, Standby-Geräte. Und dafür ist das gedacht und deswegen ist dieses Angebot, und man schaut mal den Preis an, 5,49, solange wir das haben, mit hochwertigsten Jollywood Glas-Glas-Modulen, die auch nicht so groß sind, zeige ich euch auch gleich nochmal hier, so, die haben nur 1,04 Meter Breite, das macht den Transport einfacher, haben 1,76 Meter Länge, haben einen Top-Wirkungsgrad, fast 21% Wirkungsgrad und sind Glas-Glas-Module, sind wirklich optimal, auch schön von der Rückseite, sehen die auch besser aus. Das sieht man hier ein bisschen, die Rückseite, die ist nicht weiß, ist keine weiße Rückseitenfolie. Also auf was ich hinaus will, man muss das überdimensionieren. Speziell je ungünstiger die Lage der PV-Module ist, umso größer dürfen die sein. Also man darf da direkt auch drüber gehen. Hier bei dem Gerät wäre ich vorsichtig und ich zeige euch auch gleich warum. Und das war jetzt eben die Überleitung, warum ich euch das Ganze zeigen wollte.
Gehen wir nochmal da rein in diese Bedienungsanleitung, die ist sogar mehrsprachig, da ist unter anderem Englisch und ich glaube sogar Italienisch, irgendwo da drinnen ist auch mittendrin, ja, Französisch ist glaube ich auch. Also das ist ja schon mal nicht schlecht, allerdings ist die geschrieben, nein, die ist nicht geschrieben, die ist irgendwie automatisiert übersetzt, das ist eine absolute Katastrophe, ich lese euch mal was vor und so geht das den ganzen Text durch. Ich versuche es wirklich Wort für Wort richtig vorzulesen. Dieser Mikrowechselrichter unter der Leitung von diesem Dokument, steht wirklich da. Erstens, vor der Installation, aufgrund der langen Transport, überprüfen Sie bitte die Integrität des Wechselrichters Zubehör, ob das Gehäuse beschädigt ist, ob der Stecker undicht, ob das Modell mit dem Problem, wenn es solche Probleme, wenden Sie sich bitte an den Händler zu ersetzen und senden Zubehör. Alter Schwede, okay. Ich meine, ich habe schon wirklich viele schlechte Übersetzungen gelesen in solchen Handbüchern, aber das ist schon ziemlich Top-Level. Das geht so weiter. Überprüfen Sie die umgebende Installationsumgebung. Ja, steht wirklich da, umgebende Installationsumgebung. Mikrowechselrichter sollten an Orten mit guter Luftzirkulation installiert werden und vermeiden Sie direkte Abdeckung von Regen und Schnee, wie zum Beispiel das Sonarpanel unter steht wirklich zweimal unter, dem Dachvorsprung oder in Innenräumen beziehungsweise und so weiter, um den Luftstrom förderlich für Mikrowechselrichter eigene Wärmeableitung. Katastrophe. Okay. Was jetzt aber ganz interessant ist, da steht auch, man soll das Kabel nicht abschneiden und lauter so Dinge und dass er heiß werden kann. Ja, und wieder das mit den Spannungen. Jetzt schauen wir uns mal aber diese Parametertabelle an. Und was steht da jetzt? Er kann 12 Ampere und jetzt wird es richtig spannend. Ein guter Wechselrichter hat nämlich, also 12 Ampere hier, DC-seitig, ein guter Wechselrichter hat nämlich zwei Angaben. Erstens einmal, wie viel kann er maximal, das steht hier nicht, nämlich zum Beispiel bei Heumel sind das 15 Ampere. Und wie viel kann er regeln, also wie viel kann er normalerweise verarbeiten. Und dieses Gerät hier kann 12 Ampere angeblich, aber ich werde euch dann gleich zeigen, dass das alles ein bisschen anders ist als hier angegeben. Und deswegen wäre ich hier echt vorsichtig, mehr anzuschließen oder hier würde ich echt sehr, sehr aufpassen, welches Modul ich anschließe, weil das kann ins Auge gehen, glaube ich. Sonst, er kann 50 Volt, also 52 Volt Maximum, 50 Volt Arbeitsbereich, MPPT kann bis 48 Volt, 22 bis 48, das sollte die meisten Module abdecken. Ihr müsst nur aufpassen, die Leerlaufspannung kann im Winter ein bisschen höher sein, ein paar Prozent. Also legt nochmal 10% auf die mehr Leerlaufspannung drauf. Ja, im Winter kann es dann schon mal dazu kommen, dass er sich vielleicht abschaltet, wenn ihr ein Modul mit sehr vielen Zellen, also mehr als 120 Halbzellen, bei 144 Halbzellen wird es wahrscheinlich eng werden. Ja, dann wird er im Winter gar nicht mehr so funktionieren. Muss man ein bisschen aufpassen, ist natürlich etwas schwieriger als einer, der bis 60 Volt geht, wie zum Beispiel der Holmeiz. Ja, wie gesagt, kann passieren, dass es nicht funktioniert. Sonst steht alles Mögliche drinnen, 6% Verlust und so weiter. Soll uns nicht weiter interessieren. Und jetzt gehen wir in Medias Res. Jetzt schließen wir ihn an. Wir stecken hier mal AC an. Ihr könnt hier dann die Leistung beobachten, die er kann. So. Dann brauchen wir noch die Verbindung, die macht einen soliden Eindruck. Da kann man gar nichts sagen, da kann man nicht schimpfen drüber. Und dann haben wir hier die DC-Leitung. Okay. Hier blinkt noch nichts. Warum? Es hängt nämlich hier ein kleiner Shelly dran. Und jetzt muss ich den erstmal aufdrehen. Was passiert jetzt? Zeigt irgendwas an? Nein? Ja. Jetzt beginnt hier das WLAN-Modul blau zu blinken. Das seht ihr ganz gut. Das blinkt recht fleißig. Und ich drehe hier mal mein Netzteil auf. Und ihr seht schon, grün und rot und dann gleich grün. Und er beginnt, glaube ich, relativ schnell zu produzieren. Moment. Schauen wir mal. Ihr seht das besser als ich. Was ist los? Ja. Er fährt hoch. Ich habe den da jetzt auf ca. 34 Ampere eingestellt und der Strom fährt jetzt schon mal hoch, sind wir schon bei 10 Ampere. Ich muss das mal auf dem Kontrollmonitor ablesen. 10, 11 Ampere. Macht jetzt aktuell 220 Watt. Man sieht auch, dass er die Spannung so rauf und runter fährt. Es liegt einfach daran, dass er versucht, jetzt ein Modul, ja, geht er davon aus, dass da ein Modul angeschlossen ist, auszumessen, die Kurve auf- und abzufahren. Erkläre ich euch mal in einem anderen Video, wie das mit dem MPPT-Tracker funktioniert und wie
Weil ihr habt ja zum Beispiel so Fälle, da muss der Wechselrichter ja die Leistung reduzieren. Und wie kann er das machen? Schließlich das Modul kann er ja nicht direkt beeinflussen, aber er kann sich entlang der Kennlinie eines Moduls bewegen und kann durch Spannungsregulierung auch den Strom runterregeln und damit die Leistung runterregeln bis auf Null. Das geht. Erkläre ich euch, wie gesagt, im anderen Video, ist jetzt hier zu viel. Das schaut ja schon mal ganz okay aus, kann man nichts sagen, funktioniert. Was aber nicht okay ist, wenn wir hier jetzt mal raufgehen mit dem Strom, dieses Netzteil kann nämlich ganze 20 Ampere, dann könnt ihr jetzt beobachten, wie der auch weiter raufregelt. Jetzt sind wir schon auf 11,7, 12, mehr sollte er ja gar nicht machen, so 12. Dann geht es weiter, 12,4, 6, dann geht es schon auf Richtung 13, immer schön weiter. So, er regelt weiter. Hier seht ihr auch schon Leistung, sind wir schon auf 400 Watt. Ja, weiter 14 Ampere, 14,4, 14,6, 7 und weiter 15 Ampere und nochmal weiter. Er geht jetzt nicht mal mit der Spannung runter. Und das Spannende ist, ja, wir sind schon bei 480 Watt. Und zwar auf einem Eingang. Er kann ja eigentlich nur 400 Watt pro Seite. Und es geht weiter. 17 Ampere. 18 Ampere sind wir gleich. Dürfte so nicht passieren. Wenn da jetzt jemand zwei Module parallel anschließt, weil er es nicht besser weiß, dann wird der zwar schön produzieren. Alles gut. Ja, schön, wunderbar. Schon 560 Watt. Auch gut. Ja, ganz toll. Aber ihr seht, er fährt wirklich den ganzen Bereich rauf, die vollen 20 Ampere, die knallt er sich da jetzt rein. Wie lange er das kann, das ist die Frage. So, und wir haben jetzt 600 Watt, theoretisch müsste es wesentlich mehr sein. Ich kann euch das noch zeigen, damit das auch wirklich klar ist, dass das stimmt. Zeige ich euch das noch mit dem Zangenampermeter. So, Zero, könnt ihr hier mitschauen am Zangenampermeter. Kann man das lesen? Ich glaube schon, ja. Dann könnt ihr sehen, das ist tatsächlich der Strom. Und wo sind wir? 20 Ampere macht er kontinuierlich. Jetzt geht nur der Lüfter von dem Ding los. Nicht wundern, das ist vom Netzteil der Lüfter. So, ich regel wieder mal runter. Ihr habt gesehen, der nimmt sich volle 20 Ampere. Okay, schalten wir den wieder ab. Wir haben es gesehen. Können wir auch ausschalten. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist, man weiß nicht, was passiert mit diesem Gerät, wenn es wirklich längerer Zeit diesen hohen Strom verarbeitet. Schaltet sich der dann irgendwann ab, weil er den Überstrom indirekt erkennt durch Überhitzung, oder geht das Ding in Flammen auf oder brennt es einfach durch. Auf jeden Fall, es hat offensichtlich keine Schutzbeschaltung bei zu hohen Strömen. Der Holmels macht das, habe ich ausprobiert, zeige ich euch auch gleich nochmal. Über 15 Ampere sagt er dann, danke. Normalerweise kommt er gar nicht bis zu den 15 Ampere, aber falls er wirklich über die 15 Ampere kommt, dann bleibt er da kurz drüber, habe ich alles schon ausgetestet. Ich werde es versuchen, das hier nochmal hinzukriegen, man kriegt es nämlich gar nicht so leicht hin. Und dann schaltet er einfach ab. Dieses Ding hier wäre mir nicht geheuer, weil man nicht weiß, was macht der wirklich. Ja? Überlebt er das? Geht es dann irgendwann einmal in Flammen auf? Ja, wer weiß es? Who knows? Kein Mensch. Ich wäre da wirklich sehr vorsichtig. Eine Wirkungsgradmessung mache ich jetzt nicht. Könnte man machen, längere Zeit laufen lassen. Ich kann natürlich hier, kann ich die Energie messen, habe ich eine einfache Messeinrichtung, wo ich schauen kann, was geht DC-seitig rein. Ich kann schauen, was geht AC-seitig raus. Tue ich mir jetzt bei dem Ding nicht an, müsste ich ein paar Stunden laufen lassen. Ist da ein bisschen warm geworden, aber nicht schlimm. Also das ist alles im Rahmen. War auch nur ganz kurze Zeit natürlich, ne? Aber eine Wirkungsgradmessung mache ich jetzt nicht, zahlt sich nicht aus bei dem Ding, weil betreiben kann man es sowieso nicht. Und jetzt zeige ich euch den Holmels, also kurz warten, ich muss mal umbauen, bin gleich wieder da. Ich will euch noch ganz schnell zeigen, wie ihr schön eine Übersicht aufrufen könnt über alles, was so zu den Balkonmodulen dazugehört. Ihr geht auf die Hauptseite enercap.at, klickt da unten auf Balkonmodule und dann bekommt ihr eine ganze Menge an Links, wo ihr dann schön abrufen könnt die einzelnen Dinge wie die Module, die Mikrowechselrichter, da oben die Sets, dann
ja, kleine Grohwart, Anschlusskabel, Verlängerungen, Unterkonstruktion, könnt ihr dann alles schön aufrufen. Ich klicke mich da mal kurz rein, dann seht ihr schon, da kommen alle diese Produkte. Da links oben habt ihr auch eine Möglichkeit, euch da durch die Ebenen durchzuklicken. Gehen wir nochmal zurück. Und ja, hier auch die Videos, die wichtigsten Videos verlinkt. Ein ganz großes Video über alle Produkte, die dazugehören zu der Kleinstphotovoltaik. Dieses Video muss ich erst erstellen, das kommt noch. Bis dahin könnt ihr auch wunderbar mit dieser Übersicht, glaube ich, leben. Ja, und das hilft, denke ich, die einzelnen Dinge leichter zu finden. Gut, da bin ich wieder. Umgebaut habe ich, also weggeräumt, hergeräumt, und hier haben wir den Heumals. Ja, dieses Blech ist hier auch nicht so dick, allerdings der Wegstrich ist unvergleichlich schwerer, weil in einem richtig massiven, so, klopfen wir da auch drauf, das klingt nicht so hohl, weil das ist vergossen, das gesamte Gehäuse ist mit einer Vergussmasse innen vergossen, weil ich weiß, wie das innen aussieht, und das ist halt viel, viel schwerer, die ganze Ausführung. Das ist ein Gussgehäuse. Ja, hier gibt es auch eine LED, eine Status-LED, die ist auch beschrieben. Wir geben euch auch richtig schön A4 gedruckte Anleitungen, schön groß geschrieben, in einem ordentlichen Deutsch. Die kann man wirklich gut lesen. Die sind echt hervorragend. Die kriegt ihr dazu. Und die PV-Module selbst schließt ihr dann, Moment, ich muss das mal so hinlegen irgendwie, PV-Modul schließt ihr dann eines hier an und natürlich das andere hier auf der anderen Seite. Und hier gibt es noch ein Stück Kabel dran. Das ist so das erste Stück. Das ist gar nicht so kurz. Das ist bis zu beim großen, beim 1500, das sind das, glaube ich, fast 2 Meter. Und ja, damit kommt man schon ein Stück Richtung Steckdose. Und hier könnte man dann den nächsten Wechselrichter schon wieder anstecken. Und dadurch, dass das so lang ist, das ist nämlich der Sinn, warum das so lang ist, kann man die auch vernünftig in einer Kette stecken. Und das ist mittlerweile auch möglich, das weiß ich, zum Beispiel Wiener Netze oder Netz Niederösterreich gibt es bereits Anlagen mit mehreren Wechselrichtern, dann auch auf mehreren Phasen, teilweise sogar relativ große Anlagen schon. Also wenn ihr sowas anmelden wollt, sucht euch einen Elektriker, der das kann. Und das sollte normalerweise klappen, ich kann es euch nicht versprechen, das hängt auch immer vom Sachbearbeiter ab, aber ich kenne mehrere Leute, die mittlerweile schon laufend wirklich genehmigte Anlagen haben, weil, ja, wenn ihr mehr machen wollt als die 800 Watt, dann ist das natürlich ein sehr, sehr einfaches System, das jeder aufbauen kann. Und dann spart man sich ja auch einiges an Installationskosten vielleicht. Und es ist auch ein total sicheres System. Man hat ja keine Stringspannung, keine gefährliche DC-Stringspannung. Man hat hier auch keine gefährliche AC-Spannung, weil das läuft ja nicht, wenn es nicht am Netz hängt. Und zum Netz kommt ihr normalerweise mit so einem Kabel. Da haben wir ganz viele verschiedene mittlerweile. Haben wir auch welche mit Winkelstecker, mit 1,5 Quadrat Kabel, schön dick K07 RNF, das ist hochwertiges Gummikabel. Und dann steckt man das zusammen, das mache ich jetzt mal hier, so. Das ist der sogenannte Battery-Stecker, das verwenden mehrere Wechselrichterhersteller, ist ein chinesischer Stecker, der ist sehr solide. Zum Öffnen müsst ihr dann hier mit dem kleinen Schraubendreher diese kleine Zunge von dieser Kunststofffeder reindrücken, dann könnt ihr das auseinanderziehen. Das muss man wissen, sonst reißt man das ab. Kleiner Hinweis am Rande, wer das wieder aufmachen will. Dann stecken wir jetzt auch noch hier unser simuliertes Solarpanel an. Ich muss mal schauen, ja, kann man das überhaupt noch sehen da? So, Solarpanel kommt dran. Jetzt drehen wir mal den Wechselrichter auf. Oh, Moment, mein Shelly Plug, der hat jetzt eingeschaltet. Und es passiert nichts, die LED bleibt tot. Ja, das ist auch gut so, denn das Gerät ist in einem Stromsparmodus. Wenn es keine Solareinstrahlung gibt, dann verbraucht er auch wirklich gar nichts. Und jetzt schalten wir mal ein und simulieren mal das PV-Modul. Und das dauert jetzt ein bisschen. Das geht nicht so schnell. Ich habe aber schon Klick gehört da drinnen. Und er blinkt schon mal. Ich versuche euch das Blinken ein bisschen besser zu zeigen. Er blinkt schon mal los. Und schauen wir mal. Haben wir schon? Ja, wir haben schon. So, 200 Watt, 34 Volt, jetzt versucht er auch hin und her zu regeln, das passiert.
Ja, sorry, hat ein bisschen gedauert. Das war jetzt ein bisschen herumspielen, bis der endlich mal einen Betriebspunkt gefunden hat, bei dem er auch wirklich läuft. Das ist das Problem, wie gesagt, das ist ein Labernetzteil und kein PV-Modul, hat natürlich keine Kennlinie wie ein PV-Modul und das kann dann dauern, bis der Wechselrichter wirklich läuft. Was ihr hier aber sehen könnt, ist, dass ich einen schönen, stabilen Betriebspunkt gefunden habe mit 12, was ist das, 2 Ampere bei knapp 40 Volt. Und das ergibt auch eine schöne Leistung von 455 Watt. Das heißt, er kann auf einer Seite sogar mehr als die 400 Watt. In Summe kann er 800 AC-seitig, also am Ausgang. Ich habe auch schon 820 gesehen, also so gute 800 Watt kann er auf jeden Fall rausschicken. Und wenn wir da ein bisschen runtergehen mit der Spannung, dann beginnt er auch noch ein wenig mehr Strom zu verkraften. Das regelt er sich hin, aber er regelt das ganz offensichtlich, also er nimmt sich nicht einfach jeden Strom, den er kriegen kann, sondern er regelt sich das entlang irgendeiner Kennlinie und irgendwo so muss man aber innerhalb der 15 Ampere bleiben. Das heißt, im Grunde kann das Gerät sogar mehr als der Hersteller angibt, weil er sagt 12,5 Ampere, aber wie man sieht, kann er auch mehr. Dementsprechend, er regelt ja nach der Erwärmung, nach der internen Erwärmung, also falls das Gerät zu warm wird, dann regelt das sowieso runter. Ihr könnt also noch ein bisschen drüber fahren, ja, sind wir sogar schon auf 14, wir haben trotzdem noch 440, das wäre jetzt auch, sage ich mal, so ein Betriebspunkt, das müssten schon sehr, sehr große Module sein, die 14 Ampere liefern bei der Spannung, ist nicht wirklich realistisch. Aber der arbeitet wirklich in einem sehr weiten Bereich und ihr seht, er kann auch mehr und er geht trotzdem nicht auf die 20 Ampere rauf. Ich habe nämlich hier wirklich auf Vollanschlag nach rechts. Er könnte jetzt 20 Ampere nehmen, aber er regelt sich's hin. Und das tut er ganz offensichtlich, weil er weiß, was er verträgt. Und das ist eben der Unterschied zu diesem anderen, meiner Meinung nach, No-Name-Gerät. So kann man es nur nennen. Was ich euch angekündigt habe, ja, bezüglich unserem Test, ich muss das abschalten, dieses Gebläse geht mir auf die Nerven. Was ich euch angekündigt habe bezüglich unserem Test. Das Problem ist ja, ihr bekommt ja für die eingespeiste Leistung ja kein Geld. In der Regel, außer ihr beantragt einen Zählpunkt und die meiste Zeit erreicht ihr nicht die Peak-Leistung. Das heißt, ihr wollt ja möglichst viel PV-Module anschließen, also zum Beispiel einen HM1500. Mit 4 Modulen oder mit 3 Modulen beispielsweise, das geht auch. Wollt aber sicher sein, dass ihr nicht mehr als 800 Watt produziert. Ja, damit nicht, das nicht passieren kann, dass ihr mehr als 800 Watt einspeist, damit da auch der Netzbetreiber nicht sagen kann, ihr habt ja dann einen Smart Meter, dass der nicht sagen kann, so, lieber Kunde, jetzt hast du eigentlich mehr eingespeist, was ist da los bei dir? Was ihr idealerweise haben wollt, ist eine möglichst konstante Kurve, 800 Watt Dauerleistung von der PV, das wäre ja toll, so eine flache Kurve, möglichst, wie gesagt, über den ganzen Tag wäre top. Und wir werden das jetzt testen, und zwar wir bauen 3 verschiedene Anlagen auf. Ihr könnt euch jetzt schon einloggen, sie sind noch nicht am Laufen, kommt ein extra Video, wenn wir es aufgebaut haben, beim Gerhard Hofer im Burgenland, meinem Geschäftspartner, dem Geschäftsführer von der Firma Solpeco und der zweite Geschäftsführer auch, also ich bin der zweite, er ist der erste, das kann man sehen, wie man will, der Firma Sonnenverstromer GmbH, das ist unsere Tochterfirma für Photovoltaik-Großhandel, ist also mein Geschäftspartner und Freund und der stellt sich jetzt 5 Paneele hin und wir werden das gegeneinander testen. Ihr könnt euch einloggen hier in der Cloud mit Testkunde von Enercap, so steht das ja auch bei uns im Shop und 123456. Da habt ihr meine Balkonanlage, die schon lange läuft. Wenn ihr euch da einloggt, dann seht ihr jetzt hier 4 Anlagen, diese Testanlage. Schauen wir da ganz kurz mal rein. Was passiert da? Diese Testanlage, die hat produziert. Ja, wenn da mal Daten kommen, dauert gerade, warum auch immer. Ja, heutige Produktionskurve. Wie war es gestern? Da war es nicht so schön. Nehmen wir einen schönen Tag hier, irgendwo, wo es recht dunkel ist. So hier. Hier war es gut. Hier habe ich einen Baumleiter, der wirft einen Schatten. Hier seht ihr halt einfach die Produktionskurve. Das ist übrigens eine 600 Watt Anlage mit 2x335er Modul, glaube ich, dran. Und ihr seht, da geht es maximal auf 0,5 kW und die Sonne steht ja schon tief. Und das absolute Maximum, das können wir uns auch schnell anschauen, war irgendwann, ja, maximale Peakleistung Anfang Januar, glaube ich. Schauen wir mal hier rein.
damit ihr sehen könnt, also wenn die hängt senkrecht, da kommt da was, ja genau, also die Module hängen senkrecht, damit ist so um den Jahreswechsel herum natürlich der niedrigste Sonnenstand und damit potenziell die höchste Produktion. Und da kommt ihr dann auch nur auf knapp 470 Watt, das ist wirklich das Maximum, mehr geht nicht. Hier sieht man wieder den Baum, der wirft hier noch einen größeren Schatten, je tiefer die Sonne steht. Also mehr geht nicht. Das heißt, bei Montage auf dem Balkongeländer könnt ihr massiv PV-Leistung, also die Wechsel, die nicht Wechselrichter, die Modulleistung massiv überdimensionieren, ist überhaupt kein Problem. Da kommt ihr nicht mal annähernd an die Peak-Leistung. Wie gesagt, die zwei Module haben 2x335 Watt, also das wären 670 Watt und 470 sind rausgekommen. Könnt ihr euch jetzt den Faktor ausrechnen. Gehen wir wieder zurück. Hier die vier Anlagen. Hier wird es geben dann mit einem 410 oder 415er Yasolar-Modul mit einem HM400, nicht limitiert. Dann eine HM800-Anlage, ein HM800-Wechselrichter mit zwei Jollywood-Modulen, 380 Watt Peak. Und dann einen HM1500, reduziert auf 800 Watt Peak. Also man kann ja den Wechselrichter begrenzen auf 800 Watt. Obwohl es ein HM1500 ist, produziert er nie mehr als 800. Wie das funktioniert, erkläre ich euch, wie gesagt, in einem anderen Video anhand der Kennlinien und so, muss ich mal näher drauf eingehen. Aber es kommt dann maximal 800 Watt raus, aber das ist dann eine Kurve, die geht dann relativ schnell rauf in der Früh, dann über den ganzen Tag ziemlich gleichmäßig, außer ihr habt dann mal Schatten oder so. Also wenn die Sonne drauf scheint, werdet ihr den ganzen Tag 800 Watt in etwa produzieren und dann geht es wieder runter. Und damit könnt ihr nicht mehr als 800 Watt einspeisen, aber ihr habt wirklich die Maximalausbeute für eure eigenen Lasten, die ihr so habt. Und wenn Diffuslicht da ist und ihr habt ja fast, ja, habt dann über 1500 Watt Leistung dran, PV-Generatorleistung, Modulleistung. Das heißt, wenn da nur 10% bei diffuser Bewölkung rauskommen, habt ihr schnell mal 150 Watt und die könnt ihr wirklich nutzen im eigenen Haus, das verpufft nicht. So kriegt ihr das Maximale raus, ohne eine Anlage anmelden zu müssen, wobei man streng genommen sagen muss, na gut, eigentlich muss man es schon anmelden. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Grauzone, man betreibt einen 1500er Wechselrichter, aber limitiert auf 800. Und wie kommt ihr jetzt zu dem Ganzen? Man braucht nämlich für das Limitieren leider eine DTU Pro und die ist natürlich teuer. Deswegen unser Angebot. Wir werden jetzt Bündel einstellen. Ja, da könnt ihr, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, dann sind ihr schon drinnen. Da werdet ihr vorkonfiguriert das ganze Bündel kaufen können, zum Beispiel mit diesen Modulen, also vier Module oder drei Module. Und der Wechselrichter ist schon limitiert auf 800 Watt. Das heißt, ihr könnt das so kaufen, braucht, wenn ihr das Monitoring haben wollt, eine DTU-W-Leit nur dazu. Oder ihr könnt das ganz weglassen, nehmt so einen Shelly-Plug, weil wir liefern es euch auch mit AT-Tor-Profil aus. Das wird zwar kalkulatorisch, kostet das ein paar Euros, dass wir das machen, weil wir müssen das bei uns sozusagen pro forma in Betrieb nehmen, ähnlich wie diese Situation hier. Und über die DTU Pro dann limitieren auf die Leistung und das Torprofil reinspielen. Damit habt ihr auch wirklich netzkonformes Profil, limitiert auf 800 Watt und ihr habt trotzdem eine Anlage mit deutlich über 800 Watt Potenzial und vor allem beim Schwachlicht. Ich glaube, das ist mittlerweile klar. Jetzt habe ich es eh schon ein paar Mal erklärt. Ich denke, es ist wirklich jetzt glasklar, wie es funktioniert. Ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass ihr schnell mal auf einer ordentlichen Leistung von 150, 200, 250 Watt seid, sodass ihr wirklich eure Grundlast abdecken könnt. Und das ist ein Spezialangebot, das habe ich vorhin eben erwähnt im Video. Und ich glaube, das ist wirklich was, was ihr sonst nicht irgendwo kaufen könnt. Generell sind ja schon mittlerweile so viele Mitbewerber am Markt. Das sind ja teilweise Firmen, da fragt man sich ja, was haben die für eine Ahnung von Photovoltaik? Wahrscheinlich gar keine. Händler gibt es ja mittlerweile wirklich an jeder Ecke, teilweise Kaffeehändler. Es gibt, ich meine, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber ich will euch damit nur sagen, dass es das gibt. Oder Fleischhauer, alle möglichen verkaufen jetzt Holmeins Mikrowechselrichter und solches Zeug. Und es gibt leider auch Mitbewerber, die PV-Module verkaufen, die sie falsch lagern, die sie zu hoch übereinander gestapelt lagern. Man darf nämlich nur drei Paletten übereinander stapeln. Die stapeln manche vier, vielleicht sogar fünf. Das mit dem Stapler kann man das ja auch raufheben. Also da können dann die untersten Paneele kaputt gehen. Auch das gibt's. Es gibt mittlerweile wirklich sehr viele schwarze Schafe. Das kriegen wir so mit am Rande. Das ist halt die Frage, wem vertraue ich, wo glaube ich, dass es die Firma später noch geben wird, wo kriege ich einen Service, wo kriege ich einen Support
wo habe ich kompetente Ansprechpartner. Das ist sicher nicht bei jeder Firma der Fall. Wir bemühen uns das ja. Okay, so, war ein saulanges Video, aber ich glaube, das ist wirklich mal wichtig, dass man da mal ein bisschen so sieht, wie das alles funktioniert und vergleicht. Und ich werde auch noch andere Wechselrichter in aller Kürze dann vergleichen, nur ein bisschen so testen, mal schauen, was die so tun, was die so ausgeben. Und wenn dich das interessiert, dann solltet ihr den Kanal abonnieren, kommentiert gerne unten mit, ruft bei uns an, kauft ein bei uns im Shop und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe und ciao. Ob man sowas kaufen soll oder was die Alternative ist, Entschuldigung.